Okay, im zweiten Level werde ich wahrscheinlich in den Wald gehen. Sieht zumindest so aus, als wenn das ein Waldlevel wäre. Ja, es ist ein Waldlevel. Es ist kein Blindrun, ich habe es schon mal gespielt, aber das ist auch schon 15 Jahre her mittlerweile. Ja, 15 Jahre. Heftig, ne? Ich meine, was war vor 15 Jahren alles noch aktuell? Von solchen Sachen wie GameCube oder Wii oder was, da hat man geträumt. You have been doing very well against the Emperor's magic, I see. Du hast dich gut geschlagen gegen die Magie des Imperators. Oh! Hi, super Zauberer. Was machst du hier? Ich bin hier, um dir ein paar magische Sachen zu schenken. Ey, dankeschön. Aber was macht es? Mit diesem Turban wirst du die Kraft haben, Magie zu wirken. Und du kannst unter Wasser bleiben für ganz lange. Benutze es weise und sei vorsichtig. Weil du hast eine Energieleiste. So, das hier ist mein magischer Turban-Umhang. Komme ich da eigentlich auch weiter, ohne den zu nehmen? Nee, scheinbar nicht. Ich muss den nehmen. Jawolski! Und schon sieht er wieder ein bisschen besser aus. Sicherheits-Safe-State hier am Anfang des Levels. Ich glaube nicht, dass mich das überfordern wird. Zumindest hoffe ich es nicht. Also, unten rechts sieht ihr meine Energieleiste. Und wenn die leer ist, dann war's das mit Zaubern. Also, was kann ich mit dem Zauber Fritzen anstellen? Ich kann auf jeden Fall nicht mehr Sachen greifen. So viel ist sicher. Aber wenn ich Y gedrückt halte, kann ich hier so richtig heftige Spells loshauen. Und hier kommen die mit Stacheln. Von denen lasse ich mich besser nicht treffen. Oh, ja, genau. Okay, Slowdown. Aber wenn ich auflade, dann verbraucht das natürlich auch sehr viel mehr Energiepunkte als Magiepunkte, wenn ich nicht auflade. Okay, was ist das da für ein Vieh? Okay, das ist ein Fisch. Das ist ein bösartiger Fisch. Aber ich wollte ja hier rein. Gut, tauschen wir mal mit dem normalen Mickey Mouse Outfit. Zieh's einfach aus und zieh wieder deine rote schöne Hose an. Okay. Was ist hier drin? Ja, ein weiteres Herz. Das hilft mir sehr. Auf meiner weiteren Reise kann ich Herzen mehr als gut gebrauchen. Doppelherz. Boom, boom. Okay, jetzt bin ich wieder am Anfang des Levels, aber das ist nicht weiter schlimm. Weil ich mit einem weiteren Herz ja sehr gut ausgerüstet bin. Ich bin froh, dass ich diesen Weg gegangen bin. So. Und gerade im Wasser habt ihr es gesehen, ich wollte da jetzt nicht allzu lange bleiben. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, warum. Ja, wegen dieser komischen Fische hier drin. Haha. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob man nicht komplett sofort stirbt, wenn man von denen gefressen wird. Pass. Die gehen da runter und greifen mich auch noch an. Ja, das muss mir auch mal einer sagen. Ich dachte, die wären dann tot. Die berate ich dann einfach so. Oh ja. Robin Hood hier, oder was? Hier gibt's... Wie will der mich damit eigentlich verletzen? So, hoch hier? Hier geht's hoch her. Auf jeden Fall, wenn ich unter Wasser bin, dann bildet sich so eine Luftblase um Mickeys Kopf. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt das Outfit zu Mickey wieder gewechselt habe. Ich dachte bestimmt, dass da irgendwo in der Luft so ein Block ist, den ich weghauen muss. Kann sein. Gut, dann sind wir hier. Und ich glaube, jetzt können wir in den vollen Genuss der Blase vom Zauberer Mickey kommen. Hier seht ihr es. Hier sind irgendwelche komischen Krebs. Ja, da komm, du musst mir auch ein bisschen Zeit lassen hier. Krebsviecher und ich habe hier... Ja, ich bin im Baum drin. Das sind Würmer und... Ja, sollen das Termiten sein? Aber ich weiß nicht, ich habe zwar damals im Abi hatte ich Bio, auch noch als Leistungskurs, aber da haben wir das nicht durchgenommen, was im Baumharz für Termiten drin sind und ob das Baumharz wirklich so groß ist, dass da eine Maus drin schwimmen kann. Aber ich bezweifle es gerade. Wie ihr das vielleicht auch sehen könnt, ist
hier in diesem Baum eine Strömung. Okay, das hätte so schön sein können. Nein, ich darf jetzt gar nicht mehr getroffen werden. Seht ihr das? Das ist mich Game Over. Ja, genau so. Ich bin Game Over gegangen im zweiten Level. Scheiße. Plutus still needs my help. Die bekommt er auch. Aber hoffentlich bitte nicht vom Anfang des Levels noch mal. Ja, vom Anfang des Levels von mir aus. Nee, doch nicht. Ja, ich nenne mich Noob. Ich hab's gerade nicht hingekriegt. Aber das ist auch kein Grund für mich, irgendwie den Namen Let's Fail irgendwas anzunehmen. Ich meine, GLP, der hat damit angefangen, da war's lustig. Und mehr werde ich dazu nicht sagen. Das ist wieder mal sowas, wo jeder mal Selbstfindung betreiben kann. Ich find's nicht lustig, wenn einfach mal jemand sagt, ja, ich bin so ein Idiot, ich fail alles. Oh, oh, oh. Guckt mir doch mal beim Failen zu. Das finde ich nicht lustig. Ich meine, gesunde Selbstkritik ist offen und ehrlich gut. Aber man muss das jetzt nicht als Aufhänger sofort immer am Anfang verwenden, dass man ein Idiot ist. Ich meine, spätestens... Okay, jetzt rede ich mal lieber nicht weiter. Irgendwann merkt man das ja. Okay, warum bin ich jetzt hier runtergefallen? Ich habe gedacht, hier gibt es irgendwas. Zum Beispiel, ja, sowas hier. Für 200 Euro. Mhm. 200 Euro sind ein großer Batzen Kohle. Und ich schätze mal, jetzt erwartet mich ein Zwischengegner. Was ist das denn? Ist das der Pogo Master mit seinem Lendenschurz? Wahrscheinlich kann ich den nicht... Ich kann bestimmt nicht auf den drauf springen. Oh Gott. Der ist ja so nervig. Ah. Da muss ich jetzt mit meinem Megafinger. Dodon Pa! Dodon Me! Dodoria! Oh Gott, langsam geht mir das Mana aus. Ja, ja. Du kannst auch langsam sterben. Ja, so stelle ich mir das vor, da. Weg ist er. Puh, schon wieder nur noch ein Herz. Ich spiele wieder am Limit. Ich bin wieder am Limit. Ich bin immer am Limit. So, los geht's. Hier wechsle ich mal zu dem normalen Mickey Mouse. Oder der normalen Mickey Mouse. Ist Mickey Mouse eigentlich, sagt man der Mickey Mouse oder die Mickey Mouse? Oh Gott. Oh Gott, ja. Ja, versagt. Scheiße. Okay, nochmal. Ich habe übrigens, wo wir gerade beim ultralustigen Fail alles sind, komm jetzt, spring da doch rauf. Ach so, ich muss einfach B gedrückt halten. Das muss mir auch mal jemand erzählen. Ich darf bestimmt nicht auf diese Knüppel drauf. Ich darf von denen gar nicht getroffen werden. Also, ich war ja mal im Kindergarten, das hatte ich euch ja schon mal in anderen Parts meines Let's Plays erzählt. Und da habe ich auch mal versucht, eine Mickey Maus zu zeichnen. Ich habe es nicht hingekriegt. Ich kann das nicht, ich bin da zu blöde zu. Deswegen, ich huldige auch allen Leuten, die gut zeichnen können. Noch mehr, als ich Leuten... Okay, vielleicht nicht ganz so viel, wie ich Leuten huldige, die gut Klavier spielen können, aber... Zeichnen, das ist doch wohl geil. Ich meine, alleine eine Mickey Maus hinzukriegen, das wäre für mich schon ein Highlight, wenn ich so aus dem Stegreif eine respektable Mickey Maus, die auch jeder Idiot erkennt, wenn ich das hinkriegen würde, würde ich sagen, ja, ich kann relativ gut zeichnen. Oder sowas wie Barney Geröllheimer oder so. Okay, ich mach das mal lieber so mit hier der Ratte. Weil ich so ein Typ bin, beim Spielen halte ich immer Y gedrückt, weil man dadurch irgendwie das Gefühl hat, immer schneller zu sein. Und wenn ich das bei Zauber-Mickey Maus mache, ist das ein Problem. Weil ich dann immer wieder, immer, ich lade dann immer meinen Zauber auf. Und den brauche ich natürlich bei solchen Gestalten wie Emil. Okay, ich wollte das eigentlich noch nicht sammeln. Aber das, den kriege ich doch auch so. Na, der scheint ja nicht... Also so stark scheint der jetzt nicht zu sein. Na, wenn ich den...
Jetzt dreh mir nicht nur deinen Arsch zu. Eierpfeile. So, zack, 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 zack. Dauerfeuer. Oh, da ändert er schon die Farbe. Da läuft er schon rosa an. Nein, 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 nein. Nicht darunter fallen. Nicht darunter fallen. Okay, und du darfst dich auch nicht von dem Vieh treffen lassen. Okay. Yeah, baby! Headshot! Wieder am Limit. Mit einem Herz. Hat er es wieder geschafft, hat er wieder den Tag gerettet. Mandingo for the win. Ich hab's gekriegt. Ich hab ihn gebasht. Jawolski! Damit wäre das zweite Level auch erledigt. Klasse! Dark Forest ist clear. Mit 20 Bonusmünzen. Ich hätte bestimmt mehr gekriegt, wenn ich nicht gestorben wäre. So oft. Und nochmal. Und noch ein Continue habe ich ja gebraucht. Okay, jetzt scheint es so zu sein, dass ich mir meinen Weg in die Hölle fortsetze. Na, da darf man ja mal gespannt sein. Ich weiß nicht, wie das Level heißt, ist mir auch egal. The Cave oder was? The Hell? The Fire? Irgendwas? Rein da mit Mickey Mouse. Going down. Okay. Jetzt bin ich hier in so einem Fahrstuhl gelandet und ich darf wahrscheinlich nicht an die Stacheln da oben kommen. Das tut bestimmt weh. Und wenn es vielleicht sogar ein Instant Death ist. Boah, jetzt habe ich ja vielleicht mal Lust auf einen Döner. Aber das Problem ist, es ist jetzt schon ziemlich spät am Abend und ich habe schon ein Glas Bier getrunken. Und deshalb darf ich auch nicht nochmal irgendwo hinfahren. Obwohl ich ja sowieso überlege, mein Auto zu verkaufen. Also wenn jemand einen schönen Polo Goal haben möchte, in Orange, kaum Kilometer weg. Nein, Quatsch. Den behalte ich. Ich mach das mal so, dann kann ich die wenigstens hier weglasern. Die Musik ist auch stimmig. Ich find's gut. Ja, ich... Okay, warte, hier... Hier muss ich... schnell sein. Oh Gott. So. Okay, während wir hier gerade im Fahrstuhl Richtung Hölle fahren, möchte ich nochmal einen Schwank aus meiner Jugend erzählen. Also damals habe ich ja noch... Wie alt war ich da? Da haben wir noch in der Wohnung gewohnt. Und... Ja, da wird bei unseren... Nachbarn ist es nicht gerade. Das ist vielleicht eine Straße weiter gewesen und bei denen wurde eingebrochen. Und ja, da haben wir uns natürlich ein Actionspiel daraus gemacht. Und auf den darf ich bestimmt auch nicht drauf springen, was? Was macht der denn? Der öffnet immer solche. Also auf jeden Fall haben wir uns da so ein Actionspiel draus gemacht. Wir mussten irgendwie hin und her und Hinweise finden und dann haben wir uns dann nochmal das Fenster angeguckt, dass da so kaputt war. Kinderspielchen eben. Heutzutage würde ich Kinder in den Arsch treten, die in meiner Wohnung, wo bei mir eingebrochen wurde, rumstehen und sagen, jetzt spielen wir mal TKKG. Wer war das denn wohl? Würde ich auf 180 werden, würde ich da sagen, oh, haut ab, ihr Blanks, ich will euch nicht. Solche Scheißspielchen könnt ihr zu Hause machen. Kauft euch eine Playstation oder was. Aber lungert hier nicht vor meinem Haus rum. Also auf jeden Fall, wir fanden das lustig und wir mussten auch immer schnell von A nach B. Und das war der erste Tag, an dem ich meinen Inlineskater hatte. Und ich bin vorher noch nie Inlineskater gefahren, höchstens mal Rollschuhe. Ich meine, Rollschuhe, die waren da auch schon out. Da hatte man schon Inliner. Na, so alt bin ich jetzt nicht. Als ich 6 war, das war vielleicht, war das 95, 96 oder was? Auf jeden Fall ich da mit meinem Inlineskater. Ich will nicht wissen, wie oft ich mich da auf den Bart gelegt habe.